So, und willkommen zurück zur zweiten Folge von unserem neuen Spielstand der zweiten Season von Transport Fever. Und in dieser Folge wollen wir doch hier nochmal ein bisschen ausbauen. Also ist es hier eigentlich nicht möglich, diese Straße abzugraden, aber okay. Dann soll es halt nicht sein. Aber irgendwie sehen, dass es geht. Ja, scheinbar geht nur dieses kleine Stück. Aber okay, damit gehen wir uns auch erstmal zufrieden. Was wir in der letzten Folge getan haben. Wir haben hier unsere erste Route, unsere ersten Routen aufgebaut, über welche wir jetzt Leute bzw. auch die ersten Güter befördern können, welche uns erstmal das Grundkapital bringen sollen. Wir haben eine Ölquelle, die mittlerweile schon einmal erweitert ist und welche wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten nochmal erweitert wird, wenn das weiter so geht. Aber dafür müssten wir erstmal ein paar mehr Sachen machen. Hey. Ach so, der rafft das jetzt mit der Zeit nicht mehr. Das ist doof. Weil zwischen den Orten muss ja eine bestimmte Strecke liegen, die die halt in einem Zeitraum X machen. Und deswegen meckert er hier oben rum. Aber das ist halt harmlos. Ist ja nichts. Also nichts Kritisches. Sagen wir es so. Dann machen wir hier erstmal wieder Stufe 2. Weil einfach rumstehen bringt auch nichts. Wir brauchen Kapital. Klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch sagen, wenn ich wüsste, wie das mit der Bank ging, dass wir gerne einen Kredit hätten bei der Bank. Das musste, war ja auch irgendwie noch. Wartet, das kriege ich raus. Das war da nicht. Das war... Nein, das war da nicht. War das nicht irgendwo? War doch irgendwo. War das im... Da war das. Wollte es gerade sagen. So, 240.000 haben wir da unten, fährt unsere erste Linie. Wir haben 2 Millionen, die wir erstmal ausgegeben haben. Was würde mich denn rein theoretisch eine Linie kosten, mit der wir von A nach B fahren, um einfach die Güter hier zu holen. Ach du Schwede, ist das lang. Güterbahnhof ohne Mittelrampe. Wäre natürlich auch eine Idee. Small. Da wird sich wahrscheinlich eh viel noch ändern. Ich würde alleine die Station 151.000 kosten. Das Problem ist, dass unsere Haltestelle derzeit noch im Weg ist. Das ist blöd. Ja, wenn wir das so machen, haben wir ja... Fährt der Zug los, kommt an und fertig. So. Ja, es bleibt uns aber auch, glaube ich, nichts anderes, ne? Außer das jetzt beispielsweise so zu sagen, das würde ich mal da hinsetzen. Dann hier hinten das ähnlich machen. Nur dass wir dann hier das
ganz offen lassen von der Anbindung. Also eine zweite Strecke auch ruhig machen könnten. So. Und jetzt kommt's ja. Wir wollen ja eine Eisenbahn haben. Stationsgleis maximal 120. Ja. Ja, das wäre aber noch voll okay. Also 200.000 ist zwar hart, aber das wäre noch im Rahmen. Dann machen wir das einfach mal so. Zack. So, war das der Schuppen? Nein. Hey, wo war denn hier der normale Schuppen? Ach, das war der, ne? Ja, müsste ja irgendwie so gewesen sein damals. So, den können wir dann erstmal nicht hinten dran setzen, weil es zu kurz ist. Yay. So, okay. Dann setzen wir den halt parallel. Daneben. Wir freuen uns dann darüber, dass wir jetzt hier halt das Gleis machen. So, und da das ein einspuriges Gleis ist, brauchen wir hier halt auch noch nichts anderes. Was kostet mich denn jetzt hier so ein Zug? Wagen. Ah. Ist natürlich schon hart und fast 600.000-700.000 Kosten für den Kauf. Au. Und die Loks sind auch schon ziemlich teuer. Toll. Drei. Ja, wahrscheinlich werden wir dann die preußische nehmen. Oder müssten wir dann wahrscheinlich die preußische nehmen. Damit sich das irgendwie rentiert. 500.000 können wir immer nur leihen. Okay, dann gehen wir jetzt ein bisschen Risk. So, kaufen jetzt 1, 2, 3 Wagen. Komm, machen wir noch einen vierten hinterher. So. Sagen jetzt neue Linie, zack. So. Oh. Öl. So. Dann haben wir den schon mal auf der Spur. Drehen wir den einfach unverschämterweise einfach auf der Strecke. In der Hoffnung, dass jetzt hier Öl reinkommt. Also in den Bahnhof Öl reinkommt. Das wäre natürlich dann ein schöner Vorteil. Und bei 20 mal Rohöl in 6 20.000 bringt. Jawohl! Da haben wir das doch. Wenn 40.000 bringen, dann müssten die ja knapp 100.000 pro Strecke machen. Das wäre dann noch so halbwegs, ja, okay. Kann man es nennen. Jetzt baut sich halt da erstmal das Öl weiter auf. Er baut sich das weiter ab. Ja. Und wenn wir dann bei 0 sind, könnten wir dann auch sagen, yo, ich hätte jetzt gerne getauscht, wo ist denn unser Zug? Ach da.
Was? Die Autos sind schneller als der Zug. Ja, okay, der Zug könnte aber auch theoretisch etwas mehr Last befördern als diese Bummelbahn. Aber wir wollen ja nicht vorschnell sein. Wir lassen ja alles gemütlich angehen und freuen uns darüber, dass der jetzt hier was Neues macht. Den schicken wir außerdem auf eine andere Route. Genau, ich würde den jetzt auf eine andere Route schicken, damit sie einfach ein bisschen Geld mit reinbringen. Genau, der war schon. So, und dann können wir irgendwann sagen, jo, die fahren jetzt hier nur noch dazwischen und da oben noch ein bisschen. Und dann hat sich das auch, wie sieht es hier unten aus auf der Strecke, Finanzen. Ah, leichtes Plus. Das hört sich sehr schön an. So, damit wir das Plus auch erhalten, haben wir nochmal zwei neue Fahrzeuge, schicken die jetzt hier herauf und freuen uns. Vor allem, wenn der Zug jetzt hier Gewinn macht. Oder machen sollte. So, was macht der? Achso, der lädt gerade. So, zack, zack. Nehmen wir von hier aus gleich den nächsten Treibstoff mit. Dann haben die hier nämlich eine kontinuierlichere Belieferung. Ich hoffe, dass das dann halt auch etwas Geld bringt. Hey, die brauchen noch Treibstoff. Wieso nimmt den denn keiner? Haben schon relativ. Ah. So, was hat dazu jetzt hier mal gebracht? Sehe ich das schon? Wahrscheinlich würde ich mal so um die 100.000 schätzen, aber es geht steil. Und das ist ziemlich gut. Also gut, dass es steil geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir kaufen noch ein paar mehr Wagen. Aber dafür müssten wir entweder einen weiteren Kredit aufnehmen oder wir fragen uns, ob das überhaupt so sinnvoll ist, wenn wir das weitermachen. So. Ja, bislang macht er nicht so viel Gewinn. Obwohl doch, macht doch schon eine ganze Ecke Gewinn. Nee, macht gar nicht so viel Gewinn. Die machen immer noch mehr. Ich glaube, der muss sich erstmal eingrooven, so ein bisschen. So. Yay, wurde nochmal vergrößert. Und der ist scheinbar auch wieder gewachsen von der Zahl, ja. Okay, wir brauchen neue Wagen. Oder zusätzliche Wagen, wie ich es nenne. Sonst geht das nicht mehr. Vielleicht erhöhen wir auch nochmal auf der Personenlinie dann die Sachen. So dass wir dann auch hier den höheren Endbetrag haben. Ja, dann so von vorne. Also, was wir jetzt erstmal machen, hier die Lok achten, wie sie in unser kleinen Audi reinfährt. Aber sieht schnucklig aus. Muss ich allerdings gestehen. Sieht schnuckig aus. Viel kleine Wagen und diese schöne kleine Lok, die preußische. Ja, da freut man sich doch so ein bisschen. 381.000. Okay, hat meine Erwartung übertroffen. Das brauchen wir jetzt noch ein paar Mal. Dann sind wir gut dabei. Vor allem bei 4 Wagen. Ein Wagen kostet einfach mal nur 700.000. So knapp 700.000. Wenn ich mir jetzt noch einen Kredit hole, dann könnten wir 2 kaufen.
Das könnte dann aber auch so sein, dass wir den dann erstmal nach Hause schicken, die Wagen anhängen, den Zug wieder losschicken und unseren Gewinn um knapp 190.000 steigern könnten. Oder sehe ich das falsch? Nein, oder? Also eigentlich nicht. Zack, zack. Linie. Hol. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Sobald er wieder draußen ist, kriegt er dann nochmal das Haltsignal. Achso, ja, natürlich vor dem Autosave. Ah, praktisch. Ich musste den Zug noch nicht mehr anhalten. Ich dachte, ich müsste den Zug anhalten. Schauen wir nicht. So. Hat ja auch nur einen kleinen Umweg jetzt gemacht, der Zug. Aber dafür kann er jetzt 30 Öl fahren. Und wir sind erst im Jahr 1995. Das ist schon, finde ich, dann eine ganz gute Sache. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, das sieht doch mal schön aus. 132.000 machen unsere kleinen Busse. Vielleicht sollten wir dann doch noch mal investieren in den Straßenverkehr. Also würde sich ja dann natürlich anbieten, ne? Und Treibstoff macht halt auch noch ein bisschen Gewinn. Hat er was dabei? Ja. Zack. So, Zug. Das sieht einfach nur unreal hier hinten aus. Dann siehst du die ganzen Reihen aufbauen und du dir denkst so, lol. Genau, das passt auch noch. Ja, das Ruhe wird dann auch weiter verfahren. So, wie sieht das jetzt eigentlich hier aus? Den da will ich 248. Ja, das passte so mit dem, was ich eben geraten habe. Das heißt, wir könnten jedes Mal oder jedes zweite Mal, ja, sagen wir alle drei Male zwei Wagen kaufen. Das finde ich eine lohnenswerte Investition. Alternativ könnten wir jetzt natürlich auch in andere Sachen investieren. Beispielsweise eine Straße zwischen den Werken hier. So dass wir dann hier auf die Personenstrecke kämen, wo wir dann einmal lang cruisen. Oder lang cruisen könnten. Und somit dann halt noch das ganze Zeug erweitern. Ja, das wäre natürlich jetzt ideal. Ein Feld wird entfernt. Ja, das ist eigentlich uncool. Ich will das eigentlich nicht entfernen. Da bleibt ja aber nichts anderes. 200.000, ach du Scheiße. Hätten wir auch irgendwas, wo ich noch nichts entfernen muss? Öl. Kohle. Was haben wir denn hier? Stein. Ja, schön. Holz. Holz wird da noch nicht. Holz wird da gebraucht. Holz könnten wir dann hier liefern und mit Stahl. Nee, ohne Stahl Werkzeug herstellen. Und mit Stahl. Nee, ohne Stahl. Das heißt, wir könnten so eine Route machen, aber das wäre jetzt auch noch zu viel fürs Erste. Stein, Holz. Holz ist da. Eisenerz ist da. Wird da gebraucht. Mit Kohle. Kohle kriegen wir von da oben. Daraus könnten wir Stahl machen. Das wäre eine Strecke, wo ich sage, ist okay, weil hieraus könnten wir dann inklusive Plastik. Plastik produzieren wir ja hier oben derzeit. Dann später hier hinfahren. Und dann die Strecke vervollständigen. So, wo ist unser Zug? Unser Zug ist gerade auf dem Weg.
Zack. Dann kaufen wir nochmal 2 Wagen zusätzlich. So. Dann können wir das wieder anhängen und damit hätten wir dann ja unsere Strecke soweit doch auf einem guten Stand, dass wir da jedenfalls mit der Eisenbahn einen relativ guten Gewinn abschmeißen, wenn die dann auch da ist. Aber dann bleiben wir erstmal in diesem Rahmen hier und schauen einfach, wo wir was ausbauen könnten. Weil hier oben wird ja Getreide beispielsweise gefragt. Getreide wird auch da gefragt. Getreide wird aber hier auch nirgendwo produziert. Also jedenfalls nicht irgendwo direkt nebenan. Aber hier unten könnten wir wieder Öl zu Benzin machen. Oder Öl, Rohöl zu Öl und dann Treibstoff oder sowas. Genau, da hinten dasselbe. Produkte. Ah ne, hier hinten haben wir auch Getreide. Da wäre Getreide. Die müssen da hoch oder... Naja, ist auch... Das lohnt sich, glaube ich, dann wirklich erst, sobald die Eisenbahn da ist. Apropos Eisenbahn. Zack. Route. Dann machen wir einmal hier kurz vorspulen, weil kennen wir doch alle mittlerweile. Und jetzt hat der Zug 8 Wagen, das sollten so um die knapp 750.000 sein. Zack. Zack, zack. Dann haben wir das auch und dann können wir haben etwas Geld. Nee, lohnt sich noch nicht. Das Ausbauen. Die effektivste Route wäre hier. Könnte man nämlich beide Stadtteile hier rüberfahren. Aber das ist halt auch wieder so, du musst erst das eine haben, bevor du irgendwas anderes machst. Und bevor du das hast, das dauert ewig. Jetzt könnte man halt... gerade, wo man vielleicht noch was bauen könnte an Strecke. Bedarf. Die produzieren beide. Von da hinten könnte Holz kommen. Das Holz könnten wir dann auch da mit Plastik in Produkte umwandeln lassen. Ach nee, da ist auch Dings. Oh, wisst ihr, was wir einfach dann machen? Ich glaube, das... Vielleicht merken wir uns das einfach mal da. Und dann sollten wir ja hier bald den Zug ankommen sehen. Okay, die Lok ist vielleicht ein bisschen schwach für das Ganze. Aber... jetzt kommt eine Loi-Lok. Willst du mich veräppeln? Was kostet die denn? 2,3... Kaching, 763.000. Das passt ja ungefähr zu dem, was ich geschätzt habe. Mit den paar hunderttausend. So, damit wir das jetzt erstmal hier ein bisschen entlasten, fügen wir nochmal ein paar Fahrzeuge hinzu. Und zwar auf die Passagierroute. Hier ist ja eh immer noch Rambazamba. So, und beide Strecken machen sogar immer noch Gewinn. Und zwar fast gleich viel. Man könnte jetzt nach und nach halt die kompletten Fahrzeuge halt einstampfen. Oder man sagt halt, wir machen das einfach weiter. Und bauen halt nochmal weiter aus. Das, was wir erst abgebaut haben, bauen wir wieder auf. Damit halt hier auch der Bedarf vollkommen gedeckt wird. So. Das wird schon mal relativ gut gedeckt. Dass wir einfach hier ohne Probleme durchs Leben kommen. So, 2,3 Millionen würde ja das neue Fahrzeug kosten. Das ist schon heftig, ne? Ja, es ist heftig. So, aber... zack, hier brauchen die auch noch ein paar Sachen, ne? Genau, die brauchen auch Bins. Theoretisch. Ich weiß nicht, nee, kann der könnte doch Benzin auf dem Rückweg mitnehmen.
dass er das dann hier hinnimmt, wo dann der Bedarfsort ist, wo wir das dann hier in die Stadt fahren könnten. Theoretisch. Ja, also rein hypothetisch gesehen. Was mich gerade nervt, dass die alle hier hintereinander fahren und alle noch keine, obwohl der zweite hat noch keine Leute. Tschüss. Achso, der Arbeitsplatz ist da oben. So. Kommt jetzt irgendwann der Zug mal an? Ja, der kommt da rein. Das ist schön. Autosave. Wenn ich den Autosave lese, merke ich schon wieder, wir könnten in die nächste Folge gehen. Und in dem Sinne machen wir das auch einfach mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in 2 Tagen wieder. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.